Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Terraria. Genau, und ich bin auch wieder dabei und wir haben wieder große Dinge vor dieses Mal. Wir müssen uns schon ein bisschen beeilen, weil es ist schon soweit. Komm schnell raus, Jay. Ich komme. Ich erkläre kurz das Prozedere. Also ich hatte ein bisschen, ich spiele das Spiel ja ein bisschen häufiger und so, oder habe es schon mal häufiger gespielt und habe so ein bisschen geguckt und mich mal so ein bisschen informiert. Und war hier mit meinem anderen Charakter, der schon ein bisschen weiter ist, ein bisschen auf dieser Welt rumgesucht, um so ein bisschen zu gucken, wie wir jetzt weitermachen können in den nächsten Folgen. Und habe dabei leider, Entschuldigung, was ausgelöst. Und dieses Ausgelöste, das werden wir jetzt gleich erfahren. Also wir haben, wir haben einfach gedacht, genau, es ist diese Goblin-Army. Warte mal, ist Westen nicht links? Es ist vollkommen egal, weil die kommen von überall. Wir sollten vielleicht hier die Zeit nutzen, um ein bisschen hier uns ein Plateau zu schaffen oder so. Okay. Genau, Plateau zu schaffen heißt, Dominik, nicht wegreißen, sondern hinplatzieren. Schnell, schnell. Da kommt gleich auch so eine Musik und dann wird das ungefähr 10 Minuten, kommt so ein Shitstorm von kleinen Goblins an. Okay, mit cool. Magikern und allem. Magikern alles. Magians und Kriegern und wir sollten uns vielleicht eine gute Position aussehen, wo wir uns hinstellen. Ja, dann ist hier ja gerade mal eher nicht schlecht. Gut. Ja. Hier ist glaube ich nicht schlecht. Hier ist gut, okay, dann warten wir jetzt hier einfach, bis die Bäume noch weghauen. Ja, wir warten, bis die kommen. Da kommen glaube ich 3 Warnungen und dann geht's los. Okay, 2 haben wir schon gesagt, also nur für die Zuschauer, ne? 2 Warnungen haben wir schon Genau. Wir hatten es halt auch so, das ist infolgedessen, dass halt schon ein Meteorit gelandet ist. Wie ist das? Das ist halt dadurch passiert, dass ich halt schon mal, wie gesagt, ich hatte schon mal ein bisschen geguckt für das, was wir heute mit euch vorhaben. Und dabei habe ich halt aus Versehen, oder nicht ganz aus Versehen, etwas ausgelöst. Und da, aber ich wusste jetzt nicht, dass dann schon direkt ein Meteorit auch landet und dann diese Goblins quasi aktiviert werden dadurch. Es ist aber so, und jetzt müssen wir sehen, dass wir uns hier im Taucher-Outfit, wie geil das ja auch immer noch. Also nee, ich finde die Optik finde ich scheiße. Es tut mir leid. Ich finde die total witzig. Es tut mir leid. Gelben Anorak und ich möchte den Anorak jetzt ablegen. Ich möchte diesen Taucherhelm jetzt ablegen. Ich möchte jetzt cool aussehen. Das haben wir nämlich auch neu. Wir haben nämlich beide mittlerweile eine Goldrüstung. Das wollten wir euch nämlich ersparen, dass wir jetzt die ganze Map nach Gold absuchen. Die haben wir jetzt einfach schon mal, dass wir genau weitermachen können und nicht stundenlang nach Gold suchen und farmen müssen. Ja. Das ist quasi ein Service von uns für euch. Damit wir einfach ein bisschen Zeit sparen, ja. in dem Maße, dass das genau. nicht so langweilig ist. Aber ihr könnt ist. Ja gerne mal sagen, ob ihr da was gegen habt oder nicht. Sprich, ist es okay, wenn wir so ein bisschen was also ich sag mal, offscreen machen, weil, ich sag mal, im Endeffekt, halt so dieses dieses Rumgesuche und sowas, das ist natürlich schon ein bisschen nervig im Zweifelsfall. Aber, vielleicht halt ja auch nicht, ne? Also sagt's einfach mal Bescheid, dann wissen wir es für die Zukunft und, Dieses Loch hier könnten wir vielleicht auch zumachen. Nein, nicht dieses Loch zumachen. Das ist nicht doch, zumachen. Ist doch unsere Mobfalle. Okay, alles klar. Sie kommen, glaube ich, gleich. Ich riech noch nichts. Ja, werden wir uns von der Musik auch hören. Ich weiß auch nicht genau, also eigentlich 3 Warnungen und dann geht's dann Attack. Okay, ja, und dann warten wir doch einfach mal. Ich bin in die Mobfalle reingefallen. Oh no. Na guck mal, wie schön hier das richtig schön zugewachsen ist auf der einen Seite. Ja. Da hatten wir letztes Mal irgendwie... Das gefällt mir. Das mit mir. Nee, wir haben wieder mal Großes vor. Wir werden heute Bosse machen müssen oder um uns endlich jetzt auch mal ein bisschen weiterzuentwickeln, werden wir Bosse machen. Das ist alles soweit vorbereitet schon. Jetzt ist aber diese Army-Geschichte dazu gekommen. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen rumprobieren, aber jetzt kam das halt schon, der Slogan, und dann mussten wir uns schnell beeilen. Genau. Deswegen aber jetzt kommen die nicht, ja. Oder wie, oder was? Wissen ja. Wir laufen einfach ein bisschen nach rechts hier. Weißt du, ich glaube, das sind Handwerker. Bitte. Sie kommen grundsätzlich von 9 bis 11, oder was? Ja, und berechnen Sie bitte die Anfahrt. Genau. Ja. Du kannst ja vielleicht noch etwas sagen, was dir, was du im Rahmen deiner Recherche herausgefunden hast. Ja, also es war so, wir haben ja schon mal diese Map hier ein bisschen aufgedeckt. Da gibt es ja 2 Folgen, einmal links, einmal rechts. Und ich bin einfach nochmal ein bisschen hier nach rechts gewandelt. Und zwar haben wir hier dieses Blutgebiet mit den Spinnen, wo wir jetzt auch mal... Nicht hingehen. Nicht oder? Hingehen, okay. Ja, doch, wir können ja mal. Also es ist auf jeden Fall hier. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, warum die nicht kommen. Haben wir wieder irgendwas deaktiviert oder
Keine Ahnung, wir vielleicht nicht. Braucht die dritte Warnung einfach noch ein bisschen länger. Oder wir müssen uns in der Nähe des Meteors also, aufhalten. Nee. Ich habe das ja eigentlich schon ein paar Mal mitgemacht. Ja, das stimmt. Ja, nee, erzähl mal weiter. Genau, und dann hatte ich halt quasi rausgefunden, dass es keine Corruption quasi in dieser Map als solches gibt. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Es gibt entweder dieses Blutgebiet oder diese Corruption. Hm. Toll. Ich hätte und da wir das Blutgebiet gesehen. Haben, haben wir halt keine Corruption. Da ist es dann mit den Monstern und mit den Bossen und pipapo alles ein bisschen anders. Macht aber nichts, ist vom Stil her eigentlich genau dasselbe, nur ich kannte es halt noch nicht vorher, weil ich bis jetzt immer lustigerweise zufällig, wenn ich es gespielt habe, immer die Corruption am Start hatte und deswegen dachte ich, dass das irgendwie so Standard auch irgendwie ist. Aber ist es anscheinend ja nicht. Ja, das ist natürlich... Da habe ich mich jetzt noch ein bisschen schlau gemacht, was da die Bosse angeht, etc. pp. Ich schaffe es, ich krieg's einfach nicht. Ich hab's extra nochmal für dich so ein bisschen, genau, richtig. So, ich glaube, Jay, irgendwie kommen die nicht mehr. Na gut, dann Treffen wir uns nochmal kurz am Haus und dann machen wir noch einen kleinen Aufnahmestopp und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich, tschüllö. Hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter. Zurück, es geht weiter, genau. Wir haben uns jetzt nochmal voll besprochen und das, bevor jetzt diese Goblin-Army uns angekündigt wurde, da wo wir gleich in Panik geraten sind. Panik! Aber jetzt haben wir alles im Griff. Jetzt gehen wir hier nochmal einfach nach rechts und jetzt kommt nämlich gleich schon der erste Boss. Unglaublich. Den ich vorbereitete für uns. Und du bist wieder in die Mobfalle gefallen. Okay, alles klar. Ja, ich bin nicht so klug. Da gehen wir hier schön in dieses kleine Tal hin, drunter ins Tal. Ja. Okay. So, da stellen wir uns jetzt hier hin. Ich stehe. So, ich aktiviere jetzt einfach mal das, was ich vorbereitet hatte. So, ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1 und... Schneeflocke. King Schleim has awoken. Und da kommt die Bossmusik, liebe Freunde. Wie, du hörst nichts? Ja, doch. Ist die Frage da von ist er. Wo? Da ist er. Wo? Da, wo? Hier. Wo? Da. Wo? Rechts, da, hier, da ist so ein Schleim. Oh, da, links. Oh mein Gott, da ist er. Scheiße. So, und alles drauf, was geht. Oh, scheiße. Ist das ein Riesending? Und er lässt auch noch die ganzen kleinen... That's what she said. Ja. Wo ist jetzt meine Maus? Ja, super. Wo ist deine Maus? Das ist nicht dein Ernst gerade. Oh. Ab und zu mal ein paar Heiltränke nehmen. Was? Heiltränke nehmen. Brauche ich nicht. Er verfolgt mich. Jay, wo bist du denn? Hier, ich habe noch die kleinen Mopsies weggeschnüsselt. Irgendwie mache ich zu wenig Schaden. Ja, ich habe hier in so einer Truhe ein ganz wunderbares Utensil gefunden. Achso, in welcher Truhe denn? In so einer lilanen, die stand bei uns irgendwie. Der hüpft immer höher. Warum ist der nur bei mir, Jay? Ich sterbe gleich und du bist irgendwo da im Beet, in der Rabatten. Achso, mir fällt gerade ein, wir haben vergessen, nochmal Teams wieder anzumachen. Ja, das ist mir gerade scheißegal. Mach das Ding platt. Oh. Ja, ist er doch. Weiß gar nicht, was du hast. Oh, ich hab noch 60 Leben. Ich hab 2,5 Herzen verloren. Hey, wir haben unseren ersten Boss gekillt. Yeah, super. Unglaublich. High five. So, high five. War das gut? Das war episch. Episch. Das war so ein dicker Schleimer. Der droppt, was droppt der denn? Nichts Besonderes auf jeden Fall. Ein Schleimbanner hat er gedroppt. Was ist das? Also, den müssen wir bei uns in der Wohnung aufhängen, sagst du? Klar, sage ich das. Das sage ich immer. Ich habe auch noch einen Skelettbanner. Ein Skelettbanner? Ja. Ja, cool. Dann häng das nochmal auf. Ja, alles dabei. Alles. Was? So. What? genau. Dann, häng das da oben noch hin. Ach, Mann! Was denn? Ich bin zu dumm. So. Ich würde nämlich sagen, wir können direkt weitergehen. Ja. Und den nächsten holen. Okay, wenn du es sagst. Ist halt nur die Frage, ob wir da... Moment, was ist denn das hier? Blind Gun, cool. Alter, Mist. Ah. Was kann die? Ich weiß nicht, musst du nachgucken, oder? Also drauf steht nichts.
Slime Gun heißt die einfach nur. Mal gucken, was da. Achso, warte, ich bin slimy and sticky. Das heißt, ach, du wirst dann langsam dadurch. Und klebrig. Oder was? Ja, aber was bleibt denn an mir kleben? Du bist am. Was? Okay, da muss ich nochmal gucken, was genau die macht. Das verstehe ich jetzt. Also du hast die Schneekanone. Aber ich kann da jetzt nicht irgendwie effektiv mitschießen, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kann man das ja auch auf Gegner anwenden, oder? So ein ja, das habe ich ja gerade versucht. Aber auf Schleim ist wahrscheinlich dann ein bisschen schlecht. Ich bin blau. Ja. Ich noch nicht, aber jetzt. Ich würde sagen. Nee, doch, das war durchaus erfolgreich. Also ich bin begeistert und überrascht. Ein ganz schön dicker. Der war ganz schön dick, oder? Der war ganz schön dick, ja. Also der war so wie ich vor ein paar Wochen. Achso. So, dann müssen wir, glaube ich, ins rote Gebiet. Ja, es ist nicht schön, ich weiß. Na gut. Oh. Ich bin da auch nicht so gerne, ehrlich gesagt. Nee. Ich bin da wirklich auch nicht gerne. Vor allem, der wird gleich noch ein bisschen schwerer. Glaube ich. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Was war das denn? Achso. Ich mach's noch ein bisschen heller. Ja, das ist gut. Damit du nichts, also weil du siehst ja nie was. Ja. Das ist nett. Danke. Dann werden wir da nämlich mal hingehen und jetzt erstmal schauen, ob wir da. Oh. Ja, so mit Schwertern und so geht das jetzt schon ganz gut. Ja, doch, also ich sag mal, was das angeht. Also ich sag mal so, wäre meine Community größer, würde ich schon die ganzen Hate-Geschichten sehen, so, alles zusammengecheatet, und so. Aber ich sag mal, es geht ja um den Spaß. Wie jetzt gecheatet? Was? Verstehe ich nicht. Vorsicht, nicht sterben, ne? Wieso? Ich bin voll des Lebens. Ja. Mit meiner Slime-Gun, da kann mir gar nichts passieren hier. Die lässt müssen wir jetzt von oben hier runterregnen. Nee, wir müssen noch weiter nach rechts. Guck mal auf deine M. Ja, müssen wir dahin, wo der alte Sack ist? Nee. Okay. Wir müssen in das rote Gebiet. Achso, da sind wir noch nicht. Ich guck mal gerade. Oh, irgendwas ist hier unten, was mich. Ja, ein Zombie. Ein Eiszombie. Das ist ja gut, dass es ich hier. Es ist übelst so am Schneien, oder? Kann das sein? Ja, das stimmt. Das ist ja übelst Weltraum. Oh, warte. Oh! Oh! Hat er ihn gefallen? Ah, egal. Ich hab ihn eingesammelt. Achso. Genau, da hatte ich nämlich auch mal ein bisschen geguckt. Tot. So, hier ist so ein Dingsy gewesen, was uns. Ja. So ein Ekel. Wir gehen, glaube ich, einen weiter. Okay, wir gehen einen weiter. Na gut. Wir gehen einen weiter, kommen die ersten Fliegeviecher. So, Jay, es ist jetzt gleich von immenser Wichtigkeit, dass du da richtig. Hier waren wir schon mal gewesen, wenn du dich erinnerst. Ich erinnere. Alter, hier hauen wir uns mal eben durch. Und dann gehen wir hier mal rein. Alles klar, gehen wir hier mal reiner. Gehen wir rein. So, und jetzt ganz viele Eisschleime. Alles, ich ganz viele Kopfnüsse verteilen. Oh, nein, das ist nicht gut. Ach, obwohl, wir haben ja diese Taucherglocke. Ah, ich habe sie gerade nicht ausgerüstet. Richtig, genau. Und, So ist das, wenn man hier in den Teich fällt, liebe Kinder. Da kommt man nämlich ganz schlecht wieder raus. Und unter Wasser atmen und so ist sowieso schlecht. So. Ach, hier ist ja auch gar nicht unter Wasser. Nee, aber ich glaube, du bist vergiftet worden oder so? Ja, das kann sein. Ich will jetzt erstmal. Ich glaube, wir gehen doch hier nach nebenan. Schön. Hier können wir nicht durch. Das ist schade. Ich gehe mal. Kommst du mal mit hier hoch? Ja. Hab nur mal eben schnell meine Dingsies ausgerüstet. Meine. Wie heißt es? Das Ding, was schwimmen kann. Weiß ich nicht. Okay. Warum gehen wir so kompliziert? Hier ist auch schlecht. Oh, da kommen die ersten Spiders. Wir können ja gar nicht da durchgraben, das habe ich gerade nicht gesehen, Entschuldigung. Also, okay. Wir müssen quasi da in den Gang rein. Da unten irgendwie. Jo, alles klar, dann gehen wir da hin. Wobei, man, diese Dinger hier, die können wir ja, diese Red Eyes Dinger, die können wir kaputt hauen, oder? Ja. Tun wir ja auch schon munter. Dass wir hier oben durchkommen, meinst du, ja?
Soll ich mal eine Fackel setzen? Das wäre nicht schlecht. So. Dann doch nochmal links lang vielleicht. Boah, das geht ja schon mal ganz gut. Jo, nehmen wir den Kopf hier. Hier rein. Alles klar. Fackel setzen. Fackel setzen. Ich weiß nicht, wo ich den Boss rufen kann. Aber ich würde meinen eher weiter drinne. Okay. Genau, lass mal zur Sicherheit nur ein bisschen reingehen. Weil das wird, wir brauchen noch ein bisschen Platz gleich zum Kämpfen. Okay. Ja gut, ich schlag 5-mal drauf mit meinem Schwert. Ja, alles easy. So, hier ist nicht schlecht. Hier würde ich meinen, es ist ein guter Zeitpunkt. So, Jay, du aber bist fallen derjenige, wir dann nicht runter? Der. Ja. Nee, du okay. Bist derjenige, der. Okay? Ja, ich bin derjenige, der. Ich will mal kurz mit meiner Schleimkanone. Oh. Auf die... Was kann die denn jetzt? Die macht halt schleimig und stickig. Sehr widerlich eigentlich. Ich habe auch so ein... So, jetzt kommen hier die ganzen Spinnen angeschissen. Ja. Sollte ja kein Problem sein. Nee, es nervt nur, glaube ich, vielleicht ein bisschen. Aber das ist ja... Gut. Och, blödes Wie weit bist du? Ich bin... Wie weit ich bist bin, du? Also ich bin bereit, fertig, wenn du es bist. Genau. Ne, ich bin fertig 3, geboren worden. 2, 1... Brain of Cthulhu, okay. Das hat tatsächlich geklappt und da kommt er. Alles Gib klar. Gas. Gib Gas. Ich kann ihn. Jetzt. Alter. Diese ganzen Dinger, die musst du alle. Ich stell mich mal hier und hinten und fuchtel einfach mit meinem Schwert ein bisschen rum. Von oben. Sehr gut. Das haben wir da schon mal. Guck ein bisschen auf dein Leben, weil wenn du tot gehst, ist das nicht gut. Ja, das. Läuft. Ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Und ich hab dummerweise was zum Essen schon genommen. Lass mich los. Zum Glück lässt er ja ein paar... Du bist down. Ja. Ich bin fast down. Okay, wie viel hat's denn noch? Sehe ich da, kann ich das irgendwo einsehen? Du kommst wieder? Ich bin noch im Respawn quasi. Da ist er, direkt in dir. Ah, ich bin direkt down. Okay, fail. Ja, Mensch, war ja fast nicht anders als zu erwarten quasi. Der ist jetzt auch weg quasi, ne? Der ist jetzt auch weg. Der ist jetzt auch weg. Ich habe so ein paar Sachen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich damit wieder ein neues Ding erstellen kann. Das ist halt die Frage. Diese Tissue Samples heißen die. Okay. Dann war, ich sag mal, ja unsere Taktik wahrscheinlich eher ein bisschen blöd, ne? Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie stärkere Fernkampfschadenwaffen machen. Ja, also ich sag mal, ich würde dann quasi auch, können wir es nochmal, also haben wir nochmal die Möglichkeit, ihn ein erneutes Mal zu rufen? Ja klar, wir können den immer wieder rufen. Okay. Ich muss nur einmal dann jetzt einmal gucken, nochmal genau nachlesen. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal wieder offscreen weiter und melden uns dann gleich wieder, wenn wir... Moment. Ja, wenn du das Häschen gekillt hast und wenn wir dann wieder da an Ort und Stelle stehen und den auch besiegen können. Ja, das machen wir. Alles klar, bis gleich. Tschüdelü. Zurück zu Terraria. Wahrscheinlich die cutreichste Folge, die wir bis jetzt haben. Ja, ganz viele gecuttet. Auf jeden Fall ziemlich, ne? Ich glaube so... 2 Cuts hatten wir auf jeden Fall drin. Macht aber nichts. Also, was haben wir gezeigt? Wir haben den Schleimboss auf jeden Fall gezeigt. Yeah. Und wir haben das Brain of Cthulhu gezeigt. Das Brain, nicht Brian. Brian. Das Leben Brain of Brain. Cthulhu. Wir haben es aber nicht geschafft, wie ihr schon gesehen habt. Wir haben gesehen, Alter, was ist los mit mir? Also ich habe ja noch ein bisschen Samen in der Hose. Wie ihr Saat. Genau. Naja, und wir haben uns jetzt entschlossen, also wir hatten dadurch, dass wir halt es gerade da bei diesem Brain of Cthulhu leider nicht ganz geschafft haben, hat der aber ja trotzdem schon sehr viel abgedroppt von diesem Crimtain Ore. Daraus konnten wir uns, und Jay zeigt es jetzt auch mal eben gerade, schon zwei wunderschöne neue Spitzhacken bauen. Ich geh nochmal drauf. Ja. Ah, hier, so. Ja. Und diese Spitzhacken, die können Hellstone bauen und Obsidian abbauen. Und das ist natürlich der Vorteil, den wir jetzt brauchen, weil dann werden wir...
erstmal haben wir uns überlegt, unseren Tunnel fertigstellen, uns runter bis zur Hölle graben und dann dort wunderschöne neue Hellstones abbauen und vielleicht auch schon Meteoriten. Da haben wir dann jede Menge Zeit und dann uns ein bisschen quasi für die Kämpfe mit den Bossen zu richten und noch ein bisschen unsere Waffen zu verbessern etc. pp. Und dann sind wir viel besser und mit neuer Power dabei. Ja. Und wie wir diesen Tunnel bauen, das, liebe Freunde, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.